Servus und willkommen zum neuen Video aus der Food Factory. Ich bin der Hannes und wir machen heute ein richtig cooles Baileys Erdbeer-Rezept. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe diese Flasche jetzt schon seit über einem Jahr bei mir stehen. Dazu gab es auch dieses wunderbare Rezept. Und ich habe mir gedacht, komm, weißt du was, wir machen das nach, weil das hört sich echt cool an. Ich mag Baileys, ich mag Erdbeeren, es ist jetzt Erdbeerzeit, warum nicht? Aber mein Ausbilder hat schon damals immer gesagt, wir sind Köche und keine Apotheker, deswegen nimm ein Rezept immer nur als Grundlage, aber bring selbst noch deine eigenen Geschmäcker, deine eigenen Erfahrungen mit rein. Und deswegen ändern wir ein bisschen das Rezept, weil ich zum Beispiel finde, Erdbeeren und Vanille passt megamäßig, also kommt natürlich frische Vanille mit rein. Und von den Keksen her haben wir hier auch ein bisschen was anderes. Hier steht einfach nur zerbröselte Kekse. Ich habe hier jetzt eine Mischung aus Gipfel, das ist so leicht vanillig, was ja super wieder passt. Dann nussig, was auch hammermäßig passt. Und dann habe ich hier noch diese Standardröllchen. Ich finde die mega geil. Die bringen so einen richtig schönen Crunch, aber auch eine richtig coole Karamellnote mit rein. Also das ist echt mega geil. Ihr braucht nicht viel Zutaten. Die Zutaten seht ihr alle hier. Das ganze Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir fangen jetzt an mit unserer Creme. Für die Creme nehmen wir Frischkäse. Bitte Doppelrahmstufe, weil ich finde, ein Frischkäse zum Dessert ist schon grenzwertig. Quark ist noch schlimmer, aber ich finde, wenn dann schon einen sehr fetten Frischkäse, dass das Ganze nicht so bremst beim Essen. Dann kommt unsere Vanilleschote mit rein. Die tun wir einfach einmal der Länge nach ausschneiden. Vanillemark mit rein. Dann nehmen wir noch ein bisschen Puderzucker und einen guten Schuss von unserem Erdbeer-Baileys. Das verrühren wir jetzt einmal schön auf. Wir können einen Schneebesen nehmen, ich finde aber bei Frischkäse, nehme ich lieber die KitchenAid, ist viel einfacher. Während jetzt die KitchenAid im Hintergrund werkelt, schmelzen wir schon mal die weiße Schokolade. Dafür einfach ganz normale Kuvertüre nehmen oder einen Block weiße Schokolade und eure Lieblingssorte und einfach jetzt über ein Wasserbad schmelzen. Was extrem wichtig ist, gerade wenn ihr mit weißer Schokolade arbeitet, die hat einen ganz, ganz anderen Schmelzpunkt als jetzt normale Schokolade. Und deswegen passt da echt wirklich auf, schön langsam schmelzen lassen, dass euch das gar nicht irgendwie gerinnen kann. Das wird immer so grieselig, wenn ihr das falsch macht. Und was zum Beispiel auch noch ein guter Tipp ist, dadurch, dass ja Schokolade perfekt temperiert werden muss und zur Weiterverarbeitung, hebt einfach ein paar, so zwei, drei Stückchen Schokolade auf und wenn dann eure Schokolade im Topf geschmolzen ist, gebt die Stückchen einfach noch mit rein und rührt es dann einfach schön mit runter. Das heißt, die Schokolade kühlt es dann schon ein bisschen wieder runter und somit könnt ihr das dann auch super weiterverarbeiten, ohne dass es euch irgendwie grieselig wird. Kleiner Tipp. Wenn die Schokolade jetzt leicht abgekühlt ist, können wir sie dann auch schon zu unserer Masse geben und tun das Ganze jetzt nochmal aufrühren. So, kümmern wir uns jetzt schnell um unsere Brösel. Dafür nehme ich einfach einen zerkleinerer. Tür vergessen zuzumachen. So, wo ist der Deckel? Ja. Ihr könnt natürlich anstatt einen zerkleinerer auch ganz einfach nur einen Beutel nehmen und schön eure ganze Kraft rauslassen und los geht's. So, wunderbar. Und dann machen wir das gleiche auch noch mit unseren Röllchen. Denn wir kümmern uns jetzt endlich mal um unsere Erdbeeren. Denn wir machen noch ein bisschen Erdbeeren, die schneiden wir klein und geben sie bei uns mit in die Schüssel. So. Hebt natürlich ein paar Erdbeeren auch später für eure Decoration auf. Also sucht euch da so ein paar schöne raus, die wir dann schön oben drauf setzen können. Die hier sieht wunderschön aus. Boah, ich liebe Erdbeeren. Wenn ihr übrigens noch coole Erdbeerrezepte habt, die ich mal nachkochen sollte, schreibt sie doch einfach unten in die Kommentare rein oder auf Instagram. Ich bin echt mega gespannt. Die Erdbeeren schneiden wir einfach nur in grobe Würfelchen, weil ich finde immer Struktur, man sollte schmecken, was drin ist. Das ist immer ganz wichtig. Davon nehmen wir jetzt einen Teil und geben ihn in unsere Creme mit rein. Und den anderen Teil benutzen wir dann zum Schichten. So, mischen wir jetzt mal die Erdbeeren drunter. Die sind jetzt hier drin in unserer Creme. Das mischen wir jetzt einfach schön drunter. Die Creme hat eine sehr interessante Konsistenz. Wird natürlich dann im Kühlschrank dank der Schokolade noch ein bisschen fester. Aber es riecht schon geil. Es riecht schon schön nach Erdbeere. Kommen wir zu unserer zweiten Creme, die besteht einfach nur aus Sahne. Dazu nehmen wir hier einfach unsere Küchenmaschine nochmal, weil ich habe gelernt, dass man damit wunderbar Sahne aufschlagen kann. Funktioniert echt mega geil, habe ich nie so erwartet.
So, dazu nehmen wir einfach die Schokolade. Die Sahne mit rein. Deckel wieder drauf und los geht's. So, jetzt ist sie schon mal leicht angeschlagen. Unglaublich, ne? Ich finde das mega. Jetzt geben wir hier noch einen Schuss Baileys mit rein. So. Jetzt muss ich doch den Deckel aufmachen, weil den Puderzucker kriege ich nicht. Da oben sieht das Loch. Und geben noch den restlichen Puderzucker mit rein. Und jetzt gehen wir eine Stufe runter, weil wir wollen ja keine Butter haben. Wichtig ist es dabei natürlich, dass man die Sahne nicht überschlägt. Das kann natürlich sehr schnell passieren. Dann hat man nämlich das Problem, dass die Sahne einem zerfällt, wenn man sie dann einfach nochmal irgendwo mit unterheben möchte oder nach einer Zeit. Das ist sehr schade. Wichtig ist natürlich auch, beide Komponenten mal zu probieren. Schmeckt denn das überhaupt, was wir hier gemacht haben? Das ist schon geil. Jetzt in Verbindung natürlich mit unserer Creme. Krass, schmeckt übelst nach Mascarpone, obwohl keine Mascarpone dran ist. Könnte man aber auch verwenden, statt eine Frischkäse-Mascarpone, würde auch mega geil dazu passen. So, wir fangen jetzt an mit unseren Waffelröllchen und geben darauf jetzt einen Löffel von unserer Creme. Dann nehmen wir jetzt hier ein bisschen was von unseren Nüssen. Ha, falsch, umgekehrt. Das hier sind die Waffeln. Wir nehmen jetzt hier unsere Waffeln, geben darauf jetzt unsere Erdbeeren, verteilen wir so ein bisschen am Rand. So. Und geben jetzt einen Löffel von unserer Sahne drauf. Ich merke gerade, an der Sahne ist das Rezept sehr geizig. Ändere ich für euch um, unten steht es dann richtig. Da habt ihr auf jeden Fall genug. Also so, ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. So sieht das Ganze jetzt ein bisschen aus. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde das jetzt kühl stellen, dass die Schokolade anziehen kann, dass das Ganze sich ein bisschen setzen kann. Dann wird das Ganze schön fest. Und dann werde ich mir nochmal so eine schöne Baileys-Sahne machen und werde die dann oben drauf sprühen, so richtig schöne Haube. Werde meine Erdbeeren drauf dekorieren. Werde vielleicht noch oldschool-mäßig ein Blatt Minze mit dazu machen. Sieht auch noch extrem cool aus. Und natürlich ein paar Schokoraspeln. Aber das seht ihr dann am Schluss in dem Foto sowieso. Ansonsten würde ich sagen, stellen wir das jetzt kühl. Ihr kriegt daraus echt ein großes Glas. Ich denke mal, das sind einfach kleinere Gläser gerechnet. Aber das ist auch schon eine sehr mächtige Portion. Aber trotzdem mega cool. Ich finde es von der Kombination her echt geil. Das Rezept haben wir ein bisschen umgewandelt. Wie schon gesagt, das komplette Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich jetzt bedanken. Ihr seht jetzt noch das Anrichten zum Schluss, wie gewohnt. Ansonsten würde ich mir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt die Ehre, euer Hannes aus der Food Factory.